Hallo ihr Lieben, ich muss leider gleich mit einer Entschuldigung anfangen, weil ich so lange gebraucht habe, gefühlsmäßig jetzt wieder auf Deutsch ein Video aufzunehmen. Ich habe einige Wochen Pause gemacht und bin dann nach dem Sommer vor das war einer Woche dazu gekommen, ein, zwei englische Videos zu drehen und dann gestern noch eines. In der Zwischenzeit habe ich gesehen, dass mein meistgesehenes Video nach wie vor das zum Thema Autismus und mögliche Überschneidungen mit der Magersucht sind, ist, Entschuldigung, das Video meine ich, und wollte noch einmal erwähnen, weil ich das mehrmals, weil das auch in den Kommentaren vorgekommen ist, dass ich selber nicht davon ausgehe, mittlerweile auf dem autistischen Spektrum zu sein. Ich dennoch aber diese laufenden Studien, die es zu diesem Thema gibt, interessant finde und vielleicht ergibt sich aus dem tatsächlich eine mögliche Überschneidung zwischen diesen beiden Diagnosen, also Asperger-Syndrom bei Frauen oder Mädchen. Und Essstörungen. So viel dazu. Der Grund, weshalb ich heute ein Video drehe, ist Lektüre. Ich habe im Deutschen, glaube ich, noch nicht so viel über Bücher gesprochen. Einige YouTube-Videos habe ich euch verlinkt, aber ich glaube nicht, dass ich im Englischen sehr wohl, aber im Deutschen jetzt nicht sehr viel über das gesprochen habe, was ich zum Thema Essstörungen oder auch verwandten Themen lese oder gelesen habe. Und so wollte ich eigentlich nur ein Buch kurz vorstellen, das ich mir ausgeborgt habe. Wir sind jetzt in Wien, wo ich mich befinde, im zweiten Lockdown. Das heißt, leider sind die Bibliotheken gesperrt, aber ich habe mir ein bisschen Lesematerial verschafft und dazu gehört eben dieses Buch von Alice Miller. Die Revolte des Körpers. Und Alice Miller ist jemand, den ich, glaube ich, so gut wie gar nicht erwähnt habe hier auf YouTube, aber sie ist eine Psychotherapeutin, die überwiegend auf Englisch publiziert und sich besonders dafür einsetzt, Kindern und jungen Menschen in Therapien Glauben zu schenken und deren Gefühlen auch freien Raum zu lassen und diese Gefühle dann auch anzuhören und zu akzeptieren, im Gegensatz zu einer Art Therapie, die sich oder zu einer Art der Besprechung mit jungen Menschen in Therapie, die darauf abzielt, junge Menschen dazu zu bringen, zu verzeihen, also Vertrauen zu gewinnen und zu verzeihen. Und gerade das führt Alice Miller dazu, das vierte Gebot, also man soll seine Nächsten lieben und ehren. Oft sind damit die Eltern gemeint, aber das kann generell auch das Schulumfeld sein und Menschen, zu denen man hinaufblickt, also Autoritätsfiguren generell, weil also nach Alice Miller durch diese Dynamik, durch dieses Aufblicken zu älteren Personen, die vermeintlich sich um einen kümmern sollen und einen erziehen und einen quasi in die Welt hinausschicken, dass es problematisch wird nach der Autorin, wenn von diesen Menschen, weil alle sind eben Menschen und jeder kann Fehler machen, Fehler begangen werden, denen Kinder ausgesetzt sind und die einfach dann im Unrecht liegen und denen dann aufgetragen wird, diese Fehler der Erwachsenen zu verzeihen, wobei es eigentlich genau das Gegenteil sein müsste. Und so schreibt Alice Miller immer wieder vom Thema Verdrängung und Abspaltung der eigentlichen, der wahren Gefühle, um ja keine Disharmonien zu erzeugen und beschreibt dann, wie das auch in ihrem eigenen Leben
dazu geführt hat, dass sie psychosomatische Erkrankungen beobachten konnte bei sich. Und in diesem Buch, und das ist ganz spannend, bezieht sie sich auf einige Biografien bedeutender Schriftsteller und Künstler, darunter Dostojewski oder auch ein vielleicht nicht so überraschendes Beispiel Franz Kafka, und erwähnt deren psychosomatische Erkrankungen und verbindet diese Zustände dieser Menschen. Virginia Woolf ist übrigens auch dabei. Also es sind nicht nur männliche Figuren oder Patienten, wie auch immer man die in diesem Fall bezeichnen möchte, auf die sich Miller bezieht, sondern eben auch eine Frau. Und sie verbindet deren Werke, wie auch das Werk jetzt Friedrich Nietzsches, mit deren eigentlichen Kindheitserfahrungen bzw. verdrängter Traumata. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, weil ich oft davon spreche in meinen Videos. Ich habe meinen YouTube-Kanal vor einem halben Jahr gestartet, eigentlich mit der Hoffnung, das Thema Missverständnis in den Mittelpunkt zu rücken, also Missverständnis im weitesten Sinne des Wortes. Und für mich ist das Thema Verdrängung der Gefühle sehr eng mit Missverständnissen verknüpft. Vor allem, weil wenn man die eigene Wahrheit, in diesem Fall die Wahrheit der eigenen Emotionen, der eigenen Gefühle vor sich selbst versteckt, um jetzt einem Schmerz aus dem Weg zu gehen, dann ist es nicht überraschend, dass sich im Laufe der Zeit mit der Akkumulierung solcher Verdrängnismethoden auch Missverständnisse entwickeln. Zum einen verliert man, jedenfalls war das ein bisschen bei mir so der Fall, ich habe sehr früh gelernt, mich zu fügen. Ich halte das oft daran fest, dass ich in verschiedensprachigen Umwelten aufgewachsen bin und so immer versucht habe, diplomatisch, das habe ich gestern in meinem englischen Video versucht zu erläutern, diplomatisch mich zu verhalten und ja, eine Harmonie zwischen den verschiedenen ja, Kulturen, das klingt jetzt ein bisschen geladen, aber eben in meinen verschiedenen Kulturkreisen immer die Harmonie beizubehalten, was eigentlich bedeutet, dass ich schon sehr früh als Kind das Gefühl hatte, mich um den generellen Frieden meiner Gesellschaft kümmern zu müssen. Was ich heute natürlich ein bisschen belächeln muss, weil ein Kind, ein junges Mädchen in so einer Rolle natürlich eine absurde Idee ist, ich diese aber sehr ernst genommen habe und sich so mit einer Art große Angst entwickelt hat in mir, dass ich mich ja selber nie aufregen durfte, weil das sonst abfärben würde auf andere. Und so hat sich, was jetzt mein Leben anbelangt, im Laufe der Zeit auch eine Antwort auf diesen Selbstbetrug, auf diese Leugnung meiner eigenen Gefühle entwickelt und hat eben die Form der Magersucht angenommen. Und so wollte ich erwähnen, dass ich in letzter Zeit den Begriff psychosomatische Erkrankungen ganz eindeutig mit der Anorexie verbinde. Das ist vielleicht gar keine Neuigkeit. Ich wollte das aber nur erwähnen, weil es mich doch ein bisschen überrascht hat, dass der Begriff noch gar nicht gefallen ist, seit dem 16. Mai, wo ich diesen Kanal eben gestartet habe. Also Essstörungen als psychosomatische Entwicklung finde ich etwas Greifbares für mich jedenfalls, wenn sich jemand in Literatur auf die Suche macht, was die möglichen Ursprünge von Essstörungen, aber auch anderen Verhaltensstörungen sein könnten. So ist eben der Begriff Psychosomatik oder psychosomatische Erkrankung ein Tipp.
Ich bin gleich fertig. Vielleicht wollte ich nur aus diesem Buch etwas herauslesen. Miller gliedert es in drei Teile. Der erste Teil befasst sich mit Biografien großer Schriftsteller, ist also hauptsächlich auf das 19. und 20. Jahrhundert fokussiert. Dann kommt sie zum zweiten Teil, den ich noch lesen muss, worin sie etwas, sagen wir, greifbarere, also auch unserer Zeit nähere Biografien und Fälle beschreibt. Und schließlich im dritten Teil, und da ist der Titel für mich besonders schön gewesen als Entdeckung, in diesem dritten Teil spricht sie von der Magersucht. Jetzt muss ich das kurz finden. Sie spricht oft vom Körper als dem Hüter der Wahrheit. Auch das ist etwas, was für mich viel Sinn ergibt. Der Körper ist also eine Fläche, man könnte sagen eine Oberfläche, aber auf dieser Oberfläche, vor allem der Haut, spiegeln sich dann oft auch die inneren Zustände. Also auch eine, sagen wir, relativ mildere Version einer psychosomatischen Erkrankung kann ein Hautausschlag sein. Das ist übrigens auch etwas, worunter ich als Kind besonders stark gelitten habe, Neurodermitis, also extremer Juckreiz, schuppige Haut. Das ist dann ab meinem 5. Lebensjahr relativ gut behandelt worden, ist aber dann zurückgekommen, als ich 20 Jahre alt gewesen bin und meine Großmutter verstorben ist. Also ich war dann wieder einem sehr großen Stress ausgesetzt und so ist dieser Ausschlag zurückgekommen. Also auch die Oberfläche des Körpers in Form der Haut finde ich ein spannendes Thema, wenn es zu psychosomatischen Erkrankungen kommt. Wieso kann ich das nicht finden? Tut mir leid, ich habe da eigentlich ein Lesezeichen drinnen gehabt. Ach, da sind wir. Also der dritte Teil, den betitelt Alice Miller mit Magersucht, die Sehnsucht nach echter Kommunikation. Das hat mich sehr gefreut, aus ganz verschiedenen Gründen, aber eben weil ich hauptsächlich dieses Thema Missverständnis als sehr zentral zu meiner Erfahrung mit Anorexie verknüpft habe und nicht wirklich wusste, wie ich das in Worte fassen soll. Und dann ist es natürlich schön, wenn man so etwas in einem Buch schwarz auf weiß sieht, wie eben hier. Und Alice Miller setzt dann unter diesen Titel auch ein Fragment aus Franz Kafkas Ein Hungerkünstler und schreibt, also sie zitiert hier Kafka: Weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt, hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle. Das klingt mir sehr. Ich habe dieses Werk leider noch nicht gelesen, also ein Hungerkünstler ist noch auf meiner Leseliste, aber das klingt sehr, sehr bekannt. In diesem Fall gilt die Speise als eine Metapher für einen Austausch, nach dem man sich sehnt. Und wenn man diesen nicht findet, dann leidet man darunter. Und für manche, wie es eben auch für mich der Fall gewesen ist, übersetzt sich das Leiden in eine Essensverweigerung. Vielleicht lese ich hier kurz was vor. Ich lese hier einfach einen Teil aus der Einleitung zum dritten Teil, also zu diesem Kapitel von Alice Miller. Und sie schreibt: Viele Anorektiker denken, ich muss meine Eltern lieben und ehren, ihnen alles verzeihen, sie verstehen, positive Gedanken haben, zu vergessen lernen. Ich muss das und jenes und darf auf keinen Fall meine Not zeigen. Ich wiederhole, Alice Miller kommt immer wieder auf das Thema der Eltern zurück. Das klingt dann immer ein bisschen so, als würde sie nur Kritik üben an den Eltern, aber ich würde gerne diese Idee etwas breiter auslegen. Wie ich es schon vorher versucht habe anzudeuten, die Eltern sind nur eine Version einer Autoritätsfigur, zu der man hinaufblickt. Es kann, wie gesagt, auch
der Lehrer sein, es können die Lehrer sein, es können Erwachsene sein, es können jede Art, es kann jede Art von Vorschrift sein, ob das jetzt eine Institution, eine Person ist oder einfach auch die Mehrheit, also im weitesten Sinne des Wortes eine kollektive Idee einer Gesellschaft. Und wenn man sich in so einer Gesellschaft eben durch seine eigenen Gefühle nicht repräsentiert versteht, dann ist es nicht überraschend, dass man dadurch traurig ist, vielleicht auch wütend. Und wenn man sich diese Gefühle, diese negativen Gefühle in dem Moment nicht eingesteht, dann, wie Alice Miller das immer wieder auch betont und dann viele Psychiater und Psychologen und Psychoanalytiker es auch tun, mittlerweile zum Glück in zunehmender Form, dann kommt es zu dem, was man unter psychosomatischen Stresssymptomen verstehen kann. Dann schreibt sie ferner, wer aber, so stellt sich die Frage, bin ich dann noch, wenn ich mir Gefühle abzuringen versuche und nicht mehr wissen darf, was ich wirklich fühle, empfinde, will, brauche und warum? Ich kann mir zwar hohe Leistungen abverlangen in der Arbeit, im Sport, im Alltag, aber wenn ich mich zu Gefühlen zwingen will, sei es mit oder ohne Hilfe von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, werde ich früher oder später mit den Folgen des Selbstbetrugs konfrontiert. Ich reduziere mich zu einer Maske und weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. Denn die Quelle dieses Wissens findet sich in meinen echten Gefühlen, die im Einklang mit meinen Erfahrungen stehen. Und der Hüter dieser Erfahrungen ist mein Körper, sein Gedächtnis. Wir können uns nicht lieben, achten, verstehen, wenn wir die Botschaften unserer Emotionen wie etwa der Wut ignorieren. Also das Thema, was ich eben vorher angesprochen habe, der Körper und also die Oberfläche, auf der sich dann eventuell zeigt, dass man sich selbst nicht treu gewesen ist, wird hier in sehr knapper und eleganterer Form von Alice Miller in Worte gefasst. Ich wiederhole das vielleicht noch kurz. Und der Hüter dieser Erfahrungen ist mein Körper, sein Gedächtnis. Ich beende dieses Video gleich, vielleicht nur noch kurz zum Thema Gedächtnis und Erinnerung, weil ich mich schon als Künstlerin vorgestellt habe und das Thema Erinnerung und Gedächtnis und die Suche nach einer scheinbar nicht greifbaren, Verzeihung, nicht greifbaren Vergangenheit oft im Mittelpunkt meiner eigenen Kunstwerke steht, fand ich das eine interessante Analogie. Also die Suche nach einer Vergangenheit ist jetzt, so wie ich es verstehe und so wie ich das Thema auch in meiner Kunst bearbeite, nicht einfach eine nostalgische Suche nach schöneren Zeiten, sondern eher das Gegenteil. In meinem Fall ist es eine Suche nach dem, was mir möglicherweise sehr viel Trauer gebracht hat, um dann zu verstehen, wie ich mit diesem Gefühl, das ich einst hätte direkt in die Welt setzen sollen, dem ich hätte Ausdruck verleihen sollen, wie sich dieses Gefühl wieder im Hier und Jetzt ausdrücken ließe, ohne dabei selbstdestruktiv zu werden. Und so habe ich auch mehrere Videos auf meinem Kanal geteilt zum Thema oder nach dem Motto Essstörungen, also meine konkrete, die Magersucht ist eigentlich ein Fehlverhalten. Es ist die falsche Antwort auf diese Gefühle, die man eigentlich hatte. Und sich selbst zu zerstören, abzumagern, ist insofern falsch. Es ist eine logische Konsequenz vielleicht, aber es ist insofern falsch, als dass man so mit seinem eigenen Leben spielt. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Ich hoffe, es war ein informatives Video für euch, regt auch an, mehr von Alice Miller zu erfahren. Ich finde sie wirklich sehr hilfreich. Ihre Stimme ist sehr interessant. Sie schreibt, wie gesagt, hauptsächlich auf Englisch. Ich
müsste jetzt noch kurz, ich weiß jetzt nicht, ob sie auch auf Deutsch schreibt, aber ihre Werke sind ins Deutsche übersetzt worden und ihr wohl berühmtestes Buch, das mir eine Freundin vor 4 Jahren geschenkt hat, ist The Drama of the Gifted Child, also das Drama des talentierten Kindes. Und da habe ich im Englischen, ich verlinke euch das Video hier, also das Video, was ich gestern gedreht habe, aus dem Buch The Drama of the Gifted Child, habe ich auch einen Text herausgelesen, worin Miller von diesem Phänomen des goldenen Käfigs spricht, also von Kindern, die scheinbar alles haben, materiell gesehen, und dennoch sehr stark leiden. Also the poor rich child nennt sie diesen einen Absatz. Und gerade dieser Absatz ist relativ deckungsgleich mit Videos, die ich schon gedreht habe zu Hilde Bruch. Und Hilde Bruch war die deutsche Psychiaterin, die dann in die also in die Staaten ausgewandert ist. Und die, man kann sagen, erste wirkliche führende Stimme in der Behandlung für Essstörungen geworden ist. Und ihr berühmtestes Buch ist eben dieses Anorexia or the Enigma of Anorexia, beziehungsweise the Golden Cage, also der goldene Käfig. Was dann auch wiederum dazu passt, dass ich ein Video gedreht habe zu Sissi, also der ehemaligen österreichischen Kaiserin, die bekanntlich unter Magersucht litt und diese Erkrankung nicht nur am Habsburger Hof bekannt war, sondern auch bis in unsere Gegenwart hinein, wenn man jetzt an Personen wie Viktoria von Schweden denkt oder Letizia von Spanien. Aber das ist nur eine weitere Erläuterung zu diesem Thema, dass materielle Reichtum bei Weitem nicht bedeutet, dass die Seele erfüllt ist. Und so habe ich versucht, das alles ein bisschen hier in diesem Video zu verbinden. Ich hoffe, es ergibt Sinn. Ich hoffe, euch geht es gut und es wird besser. Es ist nicht gerade die einfachste Zeit, in der wir gerade leben, aber wenn es Fragen gibt und ich damit irgendwas bewirken kann, dass es euch besser geht, dann bitte unbedingt loslegen. Danke fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.